Das war ein perfektes Wochenende für die Fußballer der SG Oberes Edertal. Am Tag zuvor hatten die alten Herren schon den Titel Hallenkreismeister 2015 geholt. Und am Sonntag machten es die Senioren nach und feierten in der Frankenberger Großsporthalle ebenfalls den Sieg. Groß war der Jubel nach dem 5:4 im Finale gegen den TSV Rödenau, der sich Platz 2 sicherte. Und das Endspiel am Ende eines guten Turniers mit sehr ordentlicher Zuschauerkulisse verlief bis zum Schluss spannend. Einen guten Start erwischte der TSV Rödenau, der durch einen strammen Schuss von Manuel Neuschäfer bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung ging. Oberes Edertal hatte in dieser Phase Glück, nicht höher in den Rückstand geraten zu sein, denn nur kurz darauf verfehlte Rödenaus Vedran Madarevic aus kurzer Distanz das Ziel. Nach einer kurzen Erholungsphase kam das Team von Trainer Holger Paulus dann besser ins Spiel. Rödenaus Torwart Michael Frank musste bei einem Schuss von Luca Kurzeknabe sein Können zeigen. In der 5. Minute dann traf Sven Altenscheid zum viel und jubelten Ausgleich. Ausgerechnet Altenscheid. Er absolvierte einen Hallenmarathon. Denn schon am Vortag bei den alten Herren mischte er mit. Und auch bei den Senioren war Altenscheid dabei. Er musste mit seinen Jungs ins 9-Meter schießen, denn es passierte nicht mehr viel am Ende des Finals. Weitgehend sicher verwandelten die Spieler von Oberes Edertal und freuten sich dann über zwei Glanztaten ihres Torwarts. Timo Winter hielt zuerst den 9-Meter von Stefan Weixler, dann auch den von Jürgen Hammerschmidt. Nun gab es kein Halten mehr bei der SG. Sie hatten gewonnen. Und der Matchwinner war natürlich zufrieden. Ja, ich habe meinen Jungs vorher versprochen, dass ich mindestens einen halte. Naja, jetzt habe ich es eingehalten, habe noch einen mehr gehalten. Also zufrieden. Verdient der Sieg für euch aus deiner Sicht unterm Strich? War ein ausgeglichenes Finale, hätte jeder gewinnen können. Durch das frühe 1:0 habe ich gedacht, wird sehr schwer, aber zum Glück dann schnell den Ausgleich gemacht. Und dann war ich mir echt sicher, dass wir beim Mittagsschießen gewinnen werden. Nicht ganz zufrieden war der Topfavorit FC Eder-Bergland. Der Titelverteidiger fand im Halbfinale in der SG Oberes Edertal seinen Meister. Nach der 1:2 Niederlage blieb dem FCE nur das Spiel um Platz 3. Das gewann er aber mit 1:0 gegen die SC Rosen, die damit Vierter wurde. Und Sven Altenscheid, der blieb bis zum Schluss, hatte aber ein wenig Angst vor dem Muskelkater. Über die Qualen hinweg tröstet natürlich der Hallentitel, der auch für Altenscheid verdient war. Altherrenkreismeister und Seniorenkreismeister geworden. Was machen die Knochen? Wie fühlt es sich an? Noch ganz gut. Morgen früh bestimmt nicht. Verdient der Sieg heute im Endeffekt? Ja, war schon überragend. Gestern waren wir nicht so gut, aber heute haben wir eigentlich auch sehr gut gespielt, auch zweimal gegen Eder-Bergland und beim zweiten Mal haben wir die Fehler abgestellt und auch verdient gewonnen. Mussten Sie dich lange überreden, dass du heute auch nochmal mitmachst? Nein, weil mich muss man eigentlich nie überreden, wenn es um Fußball geht. Okay, dann feiert schön und ja. Bis zum nächsten Mal. Ja.